Die heutige Meditation hilft dir, die Veränderungen deines Lebens, die Veränderungen deines Inneren, deines Umfeldes leichter annehmen zu können und sogar dich mit Freude darauf einzulassen. Die heutige Meditation heißt Ja zur Veränderung. Nimm einen tiefen Atemzug. Versuche eine Vorfreude zu aktivieren über das, was gleich geschieht in dir, in Vorbereitung auf mehr Flexibilität, auf mehr Bewegung, auf leichteres Annehmen der Dynamiken des Lebens. Und dann schließ deine Augen, wenn du möchtest. Und lass dich ein auf dein inneres Gefühl, das vielleicht nicht so schön ist, wenn es darum geht, dass sich schon wieder etwas verändert, dass schon wieder etwas neu ist, dass schon wieder etwas zu lernen ist, dass vielleicht auch schon wieder ein Abschied zu nehmen ist. Das, was du verabschiedest, das, was neu in dein Leben kommt, was sind da für unangenehme, schwierige Gefühle in dir? Lass sie jetzt zu, lass sie sein, lass sie in ihrem Raum sein, in deinem Raum. Sehr gut, so gut es dir jetzt gelingt. Und dann will jetzt unbedingt die Energie, die Kraft der Natur dir helfen, leichter im Einklang zu kommen. Die Natur, die mir jetzt so viele Bilder schickt, die ich dir weitergeben soll. Nämlich das Bild einer aufbrechenden Samenkapsel. Die Hülle der Samenkapsel fällt leer ab, während das junge kleine Pflänzchen sich streckt, dehnt und in Wachstum ist. Mir wird gezeigt, eine bunte Schlange, die sich häutet, vielleicht über längere Zeit hinweg, bis die neue Haut strahlend klar, optimal für diese Lebenszeit sich zeigt. Mir wird gezeigt, wie Bäume im Herbst ihre Blätter fallen lassen, in die Ruhe gehen, um dann wieder neue Platz zu machen. Mir wird gezeigt, wie das Sterben der Pflanzen zum Humus wird für die kommenden, für die neuen Pflanzen, für den Wachstum. Mir wird gezeigt, wie manche Blumen auf dieser Erde so kurz nur blühen und in diesem Moment mit voller Freude, mit voller Kraft ihre Pracht und ihren Duft in die Welt bringen, bevor sie sich sanft und gütig wieder zur Ruhe begeben, Blütenblätter abwerfen und in den nächsten Schlaf gehen. Mir wird gezeigt, wie überall in der Natur Wachstum und Tod zur gleichen Zeit geschieht, wie Lebendigkeit und Bewegung im Wind, im Himmel, in der Sonne, im Mond, in den Sternen ist. Die Erde selbst ist in Bewegung. Wann immer du in den Himmel schaust, ist er anders und neu. Wann immer du auf deinen Körper schaust, ist er anders und neu. Jeden Tag lernst du Neues. Und sehr oft lässt du alte Gedanken, altes Wissen gehen, weil du sie mit neuem, vermeintlich besserem ersetzt. Es gibt keinen Moment in diesem Leben, der deinem anderen gleich ist. Du bist mitten in Bewegung, mitten in Veränderung. Das Kommen und das Gehen, wie die Wellen des Meeres.
zu dir kommen und von dir gehen, manches bringen und anderes mitnehmen. Die Natur hüllt dich jetzt ein in ihre Liebe, in ihrer Kraft zu sein, aufzuatmen, gehalten zu werden und dennoch in dir die Sicherheit und die Stabilität zu fühlen, weil du bist, wer du bist, weil du immer in Verbindung mit allem bist, weil du in deinem Herzen ruhen kannst, immer wieder zurückkehren kannst, weil du mit deiner Seelenfamilie in Verbindung bist, weil du mit dem Himmel und der Erde in Verbindung stehst, weil du mit deiner Seelenfamilie und mit deinem Körper in Verbindung bist. Aus all dem heraus und aus der Liebe der Natur, die dich jetzt einhüllt, die jetzt bei dir ist, darf und kann und wird diese Sicherheit und Stabilität entstehen, dass für dich gesorgt ist, dass du in Sicherheit bist, dass du geliebt wirst, dass du dich entspannt einlassen darfst auf die Zyklen des Lebens, auf die Veränderungen des Tages, auf die Dynamiken, auf das Kommen, auf das Gehen, auf den Wachstum und auf den Rückzug, auf das Leben, das Wachsen und auf das Sterben und das Ruhen. Du kannst dir erlauben, dich als Teil der Natur, als Teil der Erde in Bewegung zu sehen, denn nichts anderes geschieht in jedem einzelnen Augenblick für dich, in dir und mit dir. Es muss dir keine Angst machen, weil du immer darin gelebt hast, weil es nichts Neues ist, weil es nichts Ungewöhnliches ist, weil es nichts ist, was nicht alle Wesen der Erde in jedem einzelnen Augenblick erleben. Sogar Steine sind lebendig und im Wandel. Sogar die Landschaft, die Natur, die Berge, die Flüsse. Alles bewegt sich. Alles wächst oder zieht sich zurück. Im Kommen und im Gehen, alles ist gut. Du bist mit allem verbunden, im Einklang und damit kann dir nichts geschehen. Lass die Angst vor Veränderung jetzt los. Seh, wie du im Einklang bist, wie du behütet, beschützt und geliebt wirst. Denn genau dies geschieht jetzt und immer. Für dein Sein, jetzt und immer. Du wirst beschützt, du wirst geliebt, du wirst geführt und gehalten.